Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind in der letzten Folge spontan hier drauf gestoßen. Das heißt, wir nehmen die Quest jetzt hier mit. Auch wenn ich eigentlich was anderes vorhatte und mit der Hauptquest weitermachen wollte, aber so ist es halt immer, ne? Ich bin jetzt raus und einer noch. Und er rennt direkt rein. Schlauer Typ. So, vorne hat es noch eine andere Abzweigung gehabt. Wohin gehst du? Ah ne, hier geht's weiter. Al-Ghul. Ah, warte mal, ich könnte mal Axi setzen. Möge deine Axt nie zerbrechen. Für den nächsten Viech des uns. Gefallen, den Herren. Und der letzte. Schleift die Kadaver raus und verbrennt sie. Ghule fressen sich auch gegenseitig. Ja, stimmt. Gut, dass du gekommen bist. Freya muss über uns wachen, dass sie dich hergeführt hat. Wir werden dir noch lange dankbar sein. Mit Dankbarkeit sind die Leute immer großzügig. Mit Geld weniger. Ach ja, tut mir leid. Das sind die Nachwirkungen der Schlacht. Wir sind noch etwas durcheinander. Du hast es ihnen richtig gezeigt. Hier, für dich. Danke. Lebt wohl. Dankeschön. Wie viel denn so? 60, naja, immerhin. So, finde Freyas Garten, suche nach Feigling. Das ist das eine, aber ich will erst die Nebenquest machen. Zu Torda, mit dem über den Fluch sprechen. Das wollte ich als erstes machen. Und damit verbunden ist ja quasi die Hauptquest. So, hier runter zum Meer. An der Anlegestelle soll der gute Anschein sein. Das wollte ich schon. Ja, da ist er. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgmark. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas. Du warst dort, als Morgmark den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgwag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Danke für die Hilfe. Möge die Götter. Okay, dann suchen wir jetzt nach Morgwag. Und das machen wir mit Plätze. Komm. Meine Gute. Jetzt ein bisschen schneller. Schon da. Ups. So, angeblich. Freyas Garten, da sind wir. Da ist auch Yennefer, die auf uns wartet. Dann schauen wir mal. In das Fjall Freyas Garten. Nur einen haben. Ein Stückchen.
einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Offenbar freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Gut, dann also bis später. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Mhm. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Besser. Folge den Fußspuren. Machen wir gleich. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Flache Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Ah, hier geht's weiter. Okay. Keine Bissspuren. Morgwag frisst seine Opfer nicht. Seltsam. Ist das der Feigling? Nein. Der liegt schon länger hier. Was? Ich verstehe dich nicht. Komm näher, wenn du reden willst. Ihre Sinne sind wirklich getrübt. Schrei mir nicht so ins Ohr, Jennifer, Mensch. Monsterspuren. Es ist gerannt. Hat etwas verfolgt. Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Bin ich jetzt eigentlich schon hier drin bei dem Guten oder ist da irgendwo noch eine Mauer dazwischen? Nicht, dass der gleich ums Eck kommt und ich raff's sowas von null. Oh, ich wollte Achse ja eigentlich länger einsetzen. Ja. Das Blut des Feiglings. Da geradeaus müssen wir durch wahrscheinlich. Abgeschlossen. Der Feigling war verletzt. Er rannte los. Ja, hier hoch. Und dann? Da kommen wir. Clownspuren, die kann ich aber nicht untersuchen. Ich schätze mal, wir müssen hier durch. Morgwag gibt nicht so einfach auf. Ist auch abgeschlossen. Muss ich dann hin? Hier drüber? Sieht so aus. Hey, nein. Da komme ich ja her. Der Wind heult. Ist abgeschlossen, da drüben wahrscheinlich auch. Ja, war ja klar. Muss ich denn hin? Hier runter ging die Spur. Ah, hier ging auch eine Spur rüber. Die
dann hier oben weiterging. Hier war ich noch nicht, auf der Seite. Da muss ich hier weiter suchen. Ich bin hier außerhalb vom Suchradius. Und laufe immer weiter weg. Na klasse. Die Spurensuche ist manchmal echt ein bisschen nervig, weil das manchmal dann so verwirrend ist, was jetzt wo und wohin und wie auch immer. Die eine Spur ging hier rüber. Ging dann hier drüben weiter. Da haben wir die Wölfe getötet. Noch eine Leiche. Auch ohne Bissspuren. Da waren wir vorher. Davor. Das Blut des Feiglings. Aber wir müssen der Blutspur jetzt hinterher. Hier, hier. Und wo geht die weiter? Da, da. Hier. Hier, hier. Dann hier hin. Hier kam ich jetzt nicht weiter. Die Tür rührt sich nicht. Der Feigling muss sie versperrt haben. Oder verrammelt. Ich muss außenrum. Ah ja, okay, jetzt. Jetzt können wir hier außenrum gehen. Um hier hinten weiter zu suchen. Das ist das, wo wir gerade waren, aber wir mussten erst das da hinten triggern. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Diverse Spuren, alte und neue. Sein Lager muss in der Nähe sein. Ja. Nur da hinten, aber da komme ich gar nicht durch. Komme ich jetzt hier wieder aus dem Wasser raus? Weh, ich komme hier nicht mehr aus dem Wasser raus. Das wäre richtig behindert. Das könnt ihr eigentlich nicht machen, dass man hier nicht mehr rauskommt. Als ob ich jetzt hier nicht mehr aus dem Wasser rauskomme. Doch, hier müsste ich rauskommen. Hier. Hier komme ich raus. Ah, warte mal. Muss ich tauchen? Das kann sein. Kann ich da unten durchtauchen? Da nicht. Da auch nicht. Na klasse. Schade, ich hatte schon die Hoffnung, dass ich da durchtauchen kann. Da komme ich nicht raus. Mist. Ja, da müssen wir da drüben irgendwie weiter. Die Frage ist, wie komme ich denn da rüber? Folg einfach mal der Markierung. Die weiß schon, wie sie mich ins Zielgebiet bringt. Jetzt hier durch die Höhle irgendwie, durch den Höhleneingang, den wir gefunden haben. Ich check hier gerade nicht mehr so ganz durch. Sind wir jetzt. Aber hier ist ja auch. Morgwart gibt nicht so einfach auf. Ist ja auch. Morgwart gibt nicht so einfach auf. Hier hoch. Ah, hier links geht's noch weiter. Und wie komme ich jetzt hier links irgendwie vorbei? Hier drin war ja auch abgeschlossen. Hätten ja auch irgendwo den Schlüssel hinlegen können. Das wird es ein bisschen angenehmer machen. Die Nummer hier. Hier oben durch. Das macht keinen Unterschied. Und jetzt muss ich irgendwie nach da hinten, aber ich komme hier ja nicht durch. Hey, I don't know where to go. Muss
irgendwie darüber, aber ich weiß nicht wie. Ich da auf das Haus drauf. Und drüber backen geht nicht. Schade. Wir sind irgendwie da über das Wasser drüber, aber. Da komme ich nicht vorbei. Bei Mogeln geht also nicht. Dann ist eine gute Frage, wie man denn hier weiterkommt jetzt. Bringen mir die Fußspuren irgendwas? Nee, ne? Die bringen mich ja nur hier runter, hier rüber und irgendwo hier ins Wasser. Oder halt zum Wasser. Oh, ich bin so blind, hey. Legendär blind. Aber gut. So viel dazu. Damit kommen wir hoch und dann auch hinten ums Eck. Ich muss runter, falls ich die Schleuse aufkriege. Scheint ein gewöhnlicher Mechanismus zu sein. Ein Hebel, um das Schleusentor auszuwählen und einer, um es zu bedienen. Okay. Gut. Nutze den Hebel, um das Fluttor zu öffnen, damit du weiter vordringen kannst. Alles klar. Ah, okay, und jetzt muss ich darüber. Quatsch. Jetzt kann ich hier rein. Hier raus aus dem Wasser und hier hoch. Das sieht gut aus. Und gut, speichern. Na gut, da war ich einfach zu blind. Ich hab die dumme Leiter nicht gesehen und dann geht's logischerweise auch nicht sonderlich gut weiter. Die Frage ist, was müssen wir denn jetzt hier noch finden? Das Spiel speichert automatisch. Kommt wahrscheinlich gleich was auf uns zu. Das Blut des Feiglings. Ja, führt uns darunter wahrscheinlich. Die Spuren führen zum Brunnen. Der Feigling wollte wohl lieber ertrinken, als gefressen werden. Spring in den Brunnen, war ja klar. Heppa. Bin ich direkt unter dir? Hey, hörst du mich? Gerald, hast du mich erschreckt? Tut mir leid, keine Absicht. Das will ich hoffen. Sag Bescheid, wenn du den Feigling findest. Das Blut des Feiglings. Ja, den such mal jetzt, den guten. Aha, hab ihn. Verdammt, tot. Schon eine ganze Weile. Jen, ich hab ihn. Und? Ich hab schon Moder heute gesehen, die besser aussahen als er. Scheiße. Also, kratz zusammen, was du kannst und schaff die Reste her. Jen, das ist doch sinnlos. Sinnlos ist diese Diskussion durchs Gitter. Wir reden, wenn du hier bist, ja? Jen, charmant wie immer. Na klaro. Komm, ich will dich jemandem vorstellen. Oh, er verwest schon. Aber die Stimmbänder sind intakt. Vielleicht kriegen wir noch was aus ihm raus. Er sieht nicht sehr geschwätzig aus. Man kann jeden zum Reden bringen, auch eine Leiche. Man muss nur wissen, wie.
Ich dachte, Nekromantie sei streng verboten. Das ist Sex vor der Ehe auch. Aber ich gebe nichts auf solchen Blödsinn. Brauchst du noch etwas für den Zauber? Mhm. Das Blut eines Neugeborenen, eine Jungfrauenzunge und das Auge eines Molchs. Jetzt nochmal ohne Sarkasmus? Ich brauche nichts. Ich bin eine Zauberin, keine Kräutermuhme. Ich brauche nur Energie. Davon allerdings reichlich. Zum Glück ist dieser Ort voll von Magie. Außerdem ist er heilig. Die Priesterinnen werden toben, wenn du mit seiner Energie Leichen wiederbelebst. Also sollten wir besser fertig sein, ehe sie merken, was passiert. An die Arbeit. Selene, Selene, Tefren! Selene, Selene, Davida! Von Lofoten. Nein, ich habe einen Namen. Sial. Wir suchen nach Ciri. Aschblondes Haar, grüne Augen. Hast du sie gesehen? Wie ist der Grund für meinen Fluch? Ist mir egal. Was ist mit ihr geschehen? Was hat sie hier gemacht? Sprich! Nein! Sprich! Sprich! Das Meer! Sie fiel! Ist fast ertrunken! Oh, wie kriegen wir einen Fitzel von Ciris Geschichte, sehr schön. Das gelbe Hindersfjall. Ah. Ciris Portal ging also über dem Meer auf. Jetzt gehen. Wir treffen uns unter dem Felsen der Ertrunkenen. Behältst du das? Mhm. Wiederhol es. Felsen der Ertrunkenen. Du bist wach. Und ich dachte schon... Wo bin ich? Und wer bist du? Schon gut. Du bist auf Hindarsfjall im Dorf Lofoten. Man nennt mich Skjall. Aber wie bin ich? Was? Wir haben dich aus dem Meer gefischt. Dich und deinen Freund. Hilf. Hilf mir hoch. Ich glaube, du solltest lieber... Weniger Worte, mehr Taten. Oh, typisch, mein Bruder. Man guckt einen Moment nicht hin, schon legt er die Pfoten an ein Mädchen. Astrid, du bist wirklich zu blöd. Du weißt ganz genau, dass ich hier hochhelfe. Ich weiß, es ist grausam, aber ich muss das Brautwerben stoppen.
Komm, wir gehen in die Sauna. Wohin? Mach den Mund zu, sonst kommen Fliegen rein. In die Sauna. Mädel, du warst ganz blau gefroren, als wir dich hier reingebracht haben. Wir müssen dir das Blut auftauen. Tut mir leid, aber ich muss zum Felsen der Ertrunkenen. So schnell wie möglich. Ich zwinge dich nicht, hier zu bleiben. Aber das ist recht weit. Und du kannst kaum laufen. Nimm besser ein Pferd. Stimmt. Stia kann dir ein Pferd satteln. Du musst einen Augenblick warten, aber du bist immer noch schneller als zu Fuß. Ja, das wäre gut. Vielen Dank euch beiden. Schnickschnack, nichts zu danken. Komm jetzt, Zeit, dich gesund zu schwitzen. Wo sind denn meine Kleider? Die habe ich schon. Komm! Alles klar. Der Mann in der Maske, der kommt von weit her, nicht wahr? Oh ja, von sehr weit her. Und von wo genau? Du bist aber neugierig. Überrascht dich das? Mein ganzes Leben hocke ich in diesem Fischteich. Ich würde alles drum geben, zu reisen wie du. Wie ich? Nein, das würdest du nicht wollen. Glaub mir. So, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Erstmal kurz speichern und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge freuen wir uns auf Ciris Geschichte. Bis dahin, ciao, Leute.